Leute, was geht? Sonntagsklassiker. Ihr habt den Titel schon gelesen. Neue Folge Ehrenlose Memes. Bisschen lachen, bisschen immer dasselbe Intro machen. Folge, keine Ahnung. Es interessiert keinen. Die Moderation interessiert kein Schwein. Hanni, wir wollen nur lachen. Gut, fangen wir an. Ich bin hier gerade in Mazedonien. Wisst ihr, warum hier alles nass ist? Ich dachte mir so, komm, Digga, du wäschst jetzt deine Füße, weißt du? Ich schwöre, welcher gottesflüchtige Architekt hat sich das ausgedacht? Digga, warum? Okay. Warum? Warum? Oh, Digga. Warum? Warum? Jetzt. Dieses Patsch-Patsch-Geräusch gefällt mir aber nicht. Warum? Nein! Die haben mich von meinem 12-jährigen Sohn entfernt, keiner kümmert sich drum! Ah, da ist er! Super! Rest in peace. Sie, er geht mir bestimmt gerade fremd. Er mit den Jungs. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Hey, es werden Kinder geboren gerade. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Starke Meme auf jeden Fall, den schaue ich mir nächsten Sonntag auch mal an. Wenn der Biolehrer mit einer DVD ins Klassenzimmer kommt. Und da ist er wieder. Oh! Doku! Nicht witzig. Was habe ich am Ende mit dem gemacht? Was ein Hässiger, Alter. Du bist gar nicht fotogen. Lass doch Hand los. Ey, ich bin nicht fotogen, aber du kannst nach dem Foto gehen. Ja, nicht schlecht, weiter gecheckt. Okay. Dieser Opa wusste nicht, dass es ein Filmdreh war. Was ein Ehrenmann. Krasser Meme auch an der Stelle. Was bitte ist das? Oh, nee. Nee, keiner mag Insekten. Keiner mag Insekten, Chat. Ihr seid gar nicht da. Größe. Hunde, Modo. Ehrlich aussehen. Oh, du bist ein Dinosaurier. Das für ein Ekel. Alter, wie Alter. Ey, das ist doch keine Kakerlake, Alter. Ich dachte, die wären Walla, eklig. Ist oder gar nicht das? Gibt es wirklich Leute, die auf sowas reinfallen? Hey, kann ich kurz was sagen? Hey, klar. Deswegen vielleicht erstmal, vielleicht erstmal ein, zwei Worte kurz zu mir, bevor ich die Frage stelle. Ja, ich bin David, ich bin 18 Jahre alt. Ihr habt beide an der Stelle Luisa abonniert. Na dat? Ich komme aus Hamburg und bin schon seit einem Jahr dabei, an einem extrem, extrem großen Projekt zu arbeiten. Und, ich bin. Er wird safe antworten mit du. Halt die also. Teilweise jetzt auch dabei, Menschen einfach nur die Gelegenheit zu geben, sich das ganze Projekt einfach mal kostenlos anzuschauen. Und da ist dann halt dann auch irgendwie dann direkt die Frage, weißt du, einfach nur, ob du grundsätzlich offen wärst, dir das ganze Projekt einfach mal. Los, beleidige ihn tot. Halt deine Fresse, du Huren. Hab ich mir schon fast gedacht. Ist zu einfach. Mache Tippschein, 100 Euro auf kein Kopfballtor. Was passiert eigentlich, wenn ein Spieler kommt Kopfballtor? Ja, kenn ich zu gut. Nein zu Sportwetten. Was ist deine Jungs, benehmt euch diesmal. Auch wir. Frage ist noch die Antwort. Dicker, ich halt schon recht. Die Schätzfrage zum Thema Fernsehen. Wie viele TV-Total-Wochen-WMs gab es bisher? Oh nein. 5 Sekunden Zeit. Das war der beste Meme bisher jetzt von den 146 Folgen. Wenn der Lehrer sagt, ihr müsst mindestens 15 Minuten vortragen. Meine Damen und Herren, sehr geehrte sehr geehrte sehr geehrte Androgyne, okay. Sehr geehrte Bigender, alles klar. Sehr geehrte Frau zu Mann, ja. Und sehr geehrte Mann zu Frau. Sehr geehrte Gender-Variable. Boah, zick dir den Gittennamen, okay, ja. In Samarum Baschke der Diok Muruk. Sehr geehrte Gender-Queer. Sehr geehrte Intersexuelle. What the fuck, Bruder? Was denn Intersexueller? Sehr geehrte. Ich kenne nur Inter Mailand. Weder noch Geschlechter. Sehr geehrte Geschlechtslose. Sehr geehrte Nicht-Binäre. Digga, was habe ich mir da gerade angeguckt? Taube Abi muss in Habs. Pack das Tasch auf die Backe! Astrein nicht deine! Sehr aber. Rudi, erst das Thumbnail, Digga. Walla, das war böse stark. Geil.
geil. So eine Küche will ich auch haben. Los, Kanake, tret dagegen. Ja, komm, ich kann es mir schon denken. Wisst ihr, warum ich so lache? Weil das bei uns in der Küche auch so ist, Digga. Das bockt sich nicht. Guckt euch an, was meine... Deshalb besitze ich einen Hund und keine Katze. ...Mutter für die Katzen gebaut hat, ja? So. Diese undankbaren Tiere. Ein ganzes Paradies dafür, dass einer auf dem Boden liegt und die andere im Karton. Geil. Geil. Geil, geil, geil. Toy Story ist ein geiler Film. Kurzer Reifenwechsel. Nein, darüber lache ich nicht. Masche ich weg. KU, keine Edition. Bin noch klein und drei, komm her und leck mein Ei. Ich lade dich ein, ich bin Hamza. Taschisch an Ecke dienen, so ganz schnell Geld verdienen. Ich zeig, wie's geht, ich bin Hamza. Wenn ihr mich seht, ruft Prallen und neu! Kein Poli- und Mami und Papi. Ich werd 24, scheiß drauf. Polizei, denn Vova und Murat sind immer dabei. Das war ein sehr starker Meme an der Stelle. Wollte ich nochmal kurz wohlbemerkt gesagt haben, damit ihr Bescheid wisst. Danke. Wenn du abgefuckt bist und keinem mehr was gönnst. Ein Heiratsantrag gemacht? Das bringt eh nichts. Sie geht eh fremd. Du bist alkoholabhängig und die Kinder kommen ins Heim. Ehrenmann. Ganz meine Ideologie. Heiratet niemals. Wenn ein Konzert langweilig wird. Er spielt Minecraft, Bruder. Stell euch mal vor, ihr wollt auf die Toilette gehen und dann kommt so eine Schlange. What the fuck? What the fuck, Bro? Hier nun der 10. Buchstabe des arabischen Alphabets. Bitte werd nicht ehrenlos. Ra. Ah! Digga, welcher kommen auf die Idee, als Fahrenschränke eine scheiß Volleyballnetz zu benutzen, aber okay. Fahrenschranke, was für Schränke, Digga? Digga, was war jetzt dran? Ist das Ronaldo? Den Brüdern geht's gar nicht gut, Bruder, Wallah. Meine, sowas habe ich auch noch nie gesehen, Wallah. Wie oft soll er sagen? Ja. Stopp! Bleib doch stehen! Siehst du das nicht? Ah, sie hat Sch**s kassiert, offiziell. Gehört sich nicht. Bitte nicht. Guck mal, ein so ein Ding ist kaputt, Bruder. Machst du die Currysoße selber? Die Currysoße mach ich. Schmeckt? Ne! Selber, ja. Schmeckt sie? Nö. Nee. Ja, nein zu Alkohol. Ich wollte meine Schwester erschrecken. Nicht. Der fährt einfach mit Zange. Well, yo. Was war das? Barukane. Walla? Oder kein Tank, Minus. Jo, Tank ist tot. Kuren sind unberechenbar. Ja, what the fuck, Alter. Was zur Hölle, Bruder, jetzt? Mal ohne Spaß, Digga, was zur Hölle? Hallo. Hallo. Können Sie Englisch? Yes. Stabil. Ich bekomme bitte einmal ein Doppelpack-Menü. Sowas will man bei einem Flug nicht hören. Okay, let's go. Ja, okay.
Feministen beschwert sich über das Buch Der Mensch. Was ich halt schon mal krass finde, ist halt bei dem Buch, dass das Buch Der Mensch heißt und vorne ein Mann abgebildet ist. Ich meine, klar, das ist diese Da Vinci-Darstellung, aber das zeigt halt eben, dass oft angenommen wird, der Mann ist einfach der Mensch. Boah, Bruder, ist die Lust. Hamdulillah, richtige Weg. Ich weiß nicht, ob ich spielen gehen soll oder Moschee. Oh mein Gott, Bruder. Ja, ne? Lieber Moschee. Onkel, übertreib es bitte nicht auf meine Hochzeit. Oh, Digga. Wer kommt aber auf solche Ideen, Bro? Okay, reicht. Ja, und dann würde ich sagen, wir bleiben unserer Taktik treu. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere ehrenlose Memes reagieren sollen, dann macht einfach gar nichts. Ich will auch nicht, dass ihr den Kanal abonniert. Ich will nichts. Ich will gar nichts, okay? Tschüss.